Ja, Freunde, was geht? Ungewohntes Bild. Ich habe eine neue Frisur. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Leute, ich bin verrückt, was sowas betrifft, weil ich mir so denke, die Haare wachsen eh nach, du kannst machen, was du willst. Und wenn du jemand bist wie ich, dem scheißegal ist, was andere über dich denken, dann probierst du sowas einfach mal aus. Es fühlt sich echt komisch an und ich sag auch, es wird nicht meine dauerhafte Frisur jetzt werden. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und passt halt zu mir. Ist halt ein bisschen so Nagel im Schädel halt. Was passiert diese Woche? Wir haben heute Dienstag, morgen Mittwoch und wir spielen morgen im Westfalenpokal gegen Wanne 11. Ich war eben bei Dodo, aber natürlich angepasst an das Spiel morgen. Dodo war deswegen, ja, war schon anstrengend, aber hat mich jetzt nicht komplett zerstört, soll es ja auch nicht. Und ja, viele von euch haben sich eine Sache gewünscht, nämlich Zu- und Abgänge von uns und deswegen schauen wir uns jetzt das einmal zusammen an. Also ich habe alles gegeben und hier einmal so eine Auflistung gemacht. Links Abgänge, rechts Zugänge und wir haben 3 Abgänge, die es in die Regionalliga geschafft haben. Davon 2 in der Regionalliga West mit Steve und Tim bei WSV und Fortuna Köln. Und Juli Meier ist auch noch zu Phoenix Lübeck in der Regionalliga Nord gewechselt. Dann haben wir noch, 4 Leute, gegen die wir auch in der Liga treffen, nämlich einmal Berko und Emre bei Sprockhövel und Phil und Umut bei Bövinghausen, gegen die wir jetzt gespielt haben. Phil wurde eingewechselt, Umut hat von Anfang an gespielt. Viele, viele Leute haben nach Bruno gefragt. Bruno ist momentan vereinslos und konzentriert sich gerade auf privates Zeug, auf sein Studium und Ausbildung und sowas und hat, glaube ich, gerade nicht so den Kopf für Fußball. Und Kim Sané habe ich keinen Kontakt zu, habe ich aber auf fußball.de oder Transfermarkt nichts gefunden. Deswegen habe ich hier auch vereinslos angegeben. Kommen wir zu den Zugängen. Da haben wir Lars und Phil als Torhüter, nämlich einmal Lars aus der Oberliga Niedersachsen von Arminia Hannover und Phil aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen, also aus der Bundesliga. Daher kommt auch Fabi Fili von Viktoria Köln aus der U19 Bundesliga. Dann haben wir einen Regionalliga West Neuzugang von Karl-Marienborn, und zwar Jamal, der jetzt schon oft links gespielt hat. Dann haben wir 2 aus der Oberliga, nämlich einmal Ju von TuS Erntebrück. Die sind zwar jetzt abgestiegen und spielen in der Westfalenliga. Ich habe aber quasi den Liga-Zustand dahingeschrieben, als Ju da noch gespielt hat und wo wir Ju quasi weggeholt haben. Und da hat TuS Erntebrück noch Oberliga gespielt. Ada hat auch bei Sportfreunde Siegen in der Oberliga gespielt. Und dann kommen viele Leute aus der Landesliga. Mich einmal Blero, Serhard, Martin Williams, der jetzt auch schon auf 6 öfter von Anfang an gespielt hat. Gianluca Cirillo, der Bruder von Marco. Und Finn Broos. Und dann haben wir noch einen vereinslosen Neuzugang. Und zwar ist das Nils da Costa, Linksverteidiger, auch richtig guter Junge. Ja, das sind Zu- und Abgänge. Ich hoffe, das Ganze ist für euch jetzt ein bisschen klarer geworden, weil ich kann voll nachvollziehen, wenn ich Spiele kommentiere und irgendwelche Aufstellungen reinschreibe, wollt ihr wissen, wo haben die Leute vorher gespielt. Sollten wir im Winter nochmal Zu- und Abgänge haben, mache ich das Ganze natürlich dann nochmal. Ich habe jetzt hier als Quelle transfermarkt.de genommen. Wenn ihr noch mehr über die Spieler rausfinden wollt und vielleicht wissen wollt, wo die sonst schon gespielt haben oder wie viele Saisontore die jetzt bei ihren neuen Vereinen oder so haben, dann könnt ihr da gerne nachschauen. Bei uns bei SG Wattenscheid 09 und dann bei Abgängen sind zum Beispiel alle aufgelistet und bei Zugängen genauso. Wir haben 15.31 Uhr, ich habe schon Ausgesachen von Wattenscheid an und mache mich gleich auf den Weg zum Spiel. Gehe jetzt aber nochmal kurz in die Kältekammer, auch wenn ich glaube, dass ich heute nicht so viel spiele, auf keinen Fall von Anfang an und mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme. Trotzdem, zur Aktivierung bringt mich das, glaube ich, auf Vordermann, deswegen gehen wir jetzt frieren. So geil, was es bewirkt. Ich fühle mich jetzt einfach schon viel fresher und so wacher, als hätte mir einer so richtig eine in die Fresse gehauen. Wurde ja auch quasi mit minus 85 Grad. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, checkt hier oben mal das Video aus. Ich habe schon ein komplettes Video darüber gemacht, welche Vor- und Nachteile es hat und ob es was für Fußballer ist oder nicht. Jetzt würde ich sagen, fahre ich gleich los und dann sehen wir uns beim Spiel. Willkommen aus der Kommentatorenkabine. Ich bin Kasa und ich grüße euch. Willkommen zum Westfalen-Pokalspiel heute gegen Wanne. Sportverein Wanne 11 heißt der Verein. Und wir schauen einmal bei ihnen auf die Tabelle. Sie spielen in der Landesliga und sind dort auf Platz 7. Also relativ im Mittelfeld. 5 Spiele, 8 Punkte. Jeder von euch, der Fußball spielt, weiß, im Pokal ist alles möglich. Und auch gegen den unterklassigen Gegner sind wir natürlich der haushohe Favorit. Wenn die es aber gut machen, ekelig spielen und so, kann es für uns echt schwer werden.
Deswegen, wir starten jetzt rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Captain Jeff ist jetzt hier bei der Seitenwahl mit den Schiedsrichtern und wir starten mit folgender Aufstellung rein. Dudi im Tor, da vorne Fünferkette, Eddie, Schuh, Jeff, Serro und Kami. Davor spielen Williams, Tom und Alex und vorne im Doppelsturm Finn und Dennis. Das heißt, mit Ball spielen wir eine Dreierkette, gegen den Ball eine Fünferkette. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und ja, wir starten jetzt mal rein ins Spiel. Ich finde die Kameraperspektive von hier oben eigentlich recht geil. Kann man alles sehr gut sehen. Erste Minute, wir stoßen durch Dennis an, spielen hier auf Tom und wir bleiben direkt mal in der ersten Minute. Ich mache zwar einen Cut, aber es ist direkt brenzlig. Und zwar bekommt Serro jetzt hier gleich außen den Ball. Den Winkel hat die Kamera leider nicht drauf. Dauert aber nicht lange, dann ist Serro wieder im Bild. Dennis lässt hier den Ball durch und Finn ist da. Und jetzt hat hier der Verteidiger den Ball, spielt hier Alex in Lauf und der schießt an den Pfosten. Schiedsrichter sagt aber abseits. Das gucken wir uns nochmal an. Ich würde sagen, ja, kann man schon so sehen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Ball von Finn oder vom Gegner kommt, aber super schwer zu sehen. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Ihr seht es hier, wir haben super viel Ballbesitz. Wir sind geduldig am Ball. Wann hat sich natürlich erstmal zurückgehalten als Landesligist gegen Oberligisten. Ist, glaube ich, relativ normal. In der sechsten Minute spielt Serro dann hier den Ball auf Tom. Kami zieht in die Mitte, sieht, dass Dennis da ist und Dennis hat jetzt ein richtig gutes Auge für Finn. Finn sieht den Ball aber spät oder schaltet zu spät. Aber der Bit, also Ball in die Tiefe von Dennis, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Hier macht Dennis es auch gut, eigentlich gleiche Aktion und spielt hier den Ball auf Finn und Finn wird hier gut abgedrängt vom Gegenspieler und der Torwart ist da. In der 19. Minute spielt der Innenverteidiger von Wanne hier den Ball nach vorne. Jeff macht es richtig stark und Williams erobert hier den Ball. Kami zieht dann ins Zentrum und sieht, dass die Seite drüben frei ist. Alex steht da, macht's gut, nimmt den Ball an, dreht sich einmal und sieht, dass Eddie außen mitläuft. Eddie zieht gleich in die Mitte und will jetzt den Ball in die Mitte bringen, macht er auch gut. Der Ball wird aber geklärt fürs Erste. Schuh bekommt jetzt hier den Ball und sieht, dass Eddie draußen wieder frei ist. Eddie macht's stark, sieht, dass in der Mitte wieder Platz ist, bringt den Ball in die Mitte und das ist einfach Weltklasse von Dennis. Finn ist durch und es steht 1:0 für uns. Richtig, richtig starke Offensivaktion. Geduldig geblieben. Dennis macht es richtig stark, legt hier auf Finn ab. Genauso muss es zwischen 10er und 9er oder im Doppelsturm sein. Der eine weiß, wo der andere steht und somit steht es 1:0. Richtig stark und auch verdient zu diesem Zeitpunkt. Das erste Mal nach vorne kommt Wanne hier. Wir machen es ein bisschen blöd und verursachen hier einen Freistoß direkt vor dem 16er. Der ist aber nicht gut geschossen und geht in die Mauer. Und ja, deswegen hier in der 25. Minute kommt Wanne nach vorne. Wir machen es aber gut. Dennis hat hier den Ball und ja, vertändelt den Ball jetzt hier so ein bisschen, weil er 3 gegen 1 ist, richtig schwer. Und Wanne kommt jetzt hier über die 23 das erste Mal so ein bisschen zum Abschluss. Der war aber nicht wirklich knapp, beziehungsweise Dudi hätte den Safe gehabt. Und ja, somit sind wir in der 28. Minute. Tom hier im Zentrum macht es richtig gut, schüttelt den im Zentrum stehenden Gegenspieler ab. Und Dennis spielt jetzt hier auf Tom. Tom sieht, dass Finn einläuft und Finn hat hier die Chance und kann auf 2:0 spielen. Also es ist richtig gut gespielt, dieser Angriff, finde ich. Und das im Zentrum mit Tom und so hat richtig gut funktioniert. Kami hat jetzt hier den Ball über außen, sieht, dass nicht so richtig viel möglich ist und spielt den Ball jetzt hier nochmal zurück auf Eddie. Eddie sieht, dass Tom im Zentrum kommt, spielt ihn jetzt an. Und so richtig viel war jetzt gerade nicht drin, deswegen spielt Tom jetzt nochmal zurück zu Serro und wir machen ganz in Ruhe von hinten den Spielaufbau. Jeff hat jetzt hier den Ball und ja, macht es jetzt gleich stark, spielt wieder auf Serro raus. Und jetzt dribbelt Serro an, macht es richtig gut und spielt hier auf Eddie. Eddie steht offen, kann den Ball direkt mitnehmen. Hier ein Roulette und Eddie spielt jetzt hier auf Lerche. Und Lerche bringt den Ball jetzt vorne rein und da ist Alex am Ball, geht nochmal vorbei und legt jetzt hier den Ball zurück. Und das war eine richtig, richtig krasse Chance, muss man sagen. Hier gucken wir nochmal drauf. Ich würde sagen, Alex müsste eigentlich direkt den Ball abnehmen aus 5 Metern vorm Tor. Legt jetzt hier den Ball zurück und wenn da Finn trifft, ist natürlich auch eine brutale Aktion von Alex. Sehr, sehr ärgerlich. 37. Minute, Kami macht es hier, finde ich, richtig stark. Hat jetzt hier aber einen schlechten Kontakt und damit muss er hier das Foul ziehen. Und das ist auf jeden Fall ja eine klare gelbe Karte. Das sieht der Schiedsrichter auch so. Und Kami hatte auch echt Spaß mit seinem Gegenspieler. Da hat er, glaube ich, jetzt einmal zugelangt. Nächster Freistoß und wieder in die Mauer. Also das ist jetzt schon der zweite Freistoß und es kommen gleich noch ein paar, kann ich schon mal spoilern. Also hier, Dennis macht's gut, spielt auf Kami und der holt jetzt hier endlich mal einen Freistoß raus auf der Gegenseite. Haben wir es immer gemacht, jetzt kriegen wir hier den Freistoß in der 40. Minute. Und Dennis nimmt sich das Ding und bringt den Ball aufs Tor und knapp drüber. Ich weiß nicht, ob der Torwart da gewesen wäre, war nicht so hart geschossen, aber sah auf jeden Fall schon gut aus. Somit ist Halbzeit, hätte auf jeden Fall noch höher ausfallen können, aber ich finde, wir haben das Spiel komplett im Griff. Wanne kommt eigentlich nur über Standards und so Freistöße nach vorne, wo sie dann in die Mauer schießen. Deswegen
brennt hinten eigentlich gar nichts an und wir starten in die zweite Halbzeit. 46 Minute, zweite Halbzeit, Wanne stößt an und schlägt jetzt hier den Ball erstmal nach vorne. Wir sind aber da und Williams klärt das Ganze. In der 53. Minute schlägt der Torwart von Wanne jetzt hier den Ball lang und der Stürmer macht's gut und drängt Jeff hier erstmal ein bisschen ab. Dann kommt Jeff ins Straucheln und zieht hier das Foul und der Schiedsrichter hat natürlich keine andere Möglichkeit, als Jeff hier vom Platz zu stellen. Also wir sind ab der 53. Minute in Unterzahl. Sehr, sehr ärgerlich für Jeff, aber hier will er den Ball klären, trifft ihn nicht so richtig und dann ist es, glaube ich, ein Reflex, dass er den Stürmer foult. Glaube ich, aber eine richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Jetzt hier der Freistoß von Wanne, ihr habt es eben schon gesehen, immer in die Mauer und auch hier wird in die Mauer geschossen. Also wenn Wanne ein bisschen bessere Freistöße schießt, wäre es auf jeden Fall brenzlig geworden für uns. Freddy kommt jetzt hier als gelernter Innenverteidiger rein, um hinten wieder stabiler zu stehen. Und ja, Wanne war natürlich jetzt sehr am Drücker und hatte viele Möglichkeiten vorne, weil wir einer weniger waren und ein bisschen tiefer standen. Aber die Bälle ins Zentrum waren nicht immer so genau, deswegen wir konnten relativ viel wegverteidigen oder auch hier hat Dudi ganz klar den Ball. 59. Minute, Marco, der zur Halbzeit reingekommen ist, spielt jetzt hier nach vorne. Dennis erkennt das und macht es richtig stark, spielt hier auf Finn weiter und ihr seht es auf der anderen Seite, Williams ist komplett frei und will jetzt hier das Tor machen. Der Torwart macht es aber gut und Williams schießt den Torwart an. 65. Minute, immer mehr Räume jetzt hier für Wanne. Ihr seht es auf der rechten Seite, hat komplett Platz. Aber auch hier wieder so ein Ball, er ist nicht wirklich zielführend, wird einfach ins Zentrum gespielt und ja. 69. Minute, Ball von Tom gleich hier ins Zentrum auf Dennis und da hat er den Ball, macht es erstmal gut, leitet den auf Finn weiter, der kriegt den Ball zwar nicht, wir setzen aber nach, Finn hat jetzt hier den Ball und wird ganz klar gefoult, muss man so sagen, jetzt haben wir wieder einen Freistoß vorne rausgeholt und Dennis nimmt sich das Ding rechts im Bild und schweißt das Ding oben rechts in den Winkel rein, richtig, richtig krasser Schuss, die Fans waren da, wir sind zu den Fans, führen 2-0, richtig stark und das in Unterzahl, das macht auf, hat so viel Dampf rausgenommen. Richtig, richtig gut. Starker Schuss von Dennis, hat mich sehr viel gefreut. Ihr seht es jetzt unten im Bild. Ich werde eingewechselt, 72 Minuten für Dennis, um vorne wieder für frischen Wind zu sorgen. Und ja, jetzt haben wir hier gleich meine erste Aktion. Tom hat jetzt hier den Ball, dreht sich jetzt, spielt hier auf Cirillo. Cirillo chippt über die Abwehr, genau das, was wir können. Und da habe ich den Ball, spiele auf Tom. Und das waren jetzt einfach wichtige Sekunden, die wir von der Uhr genommen haben. Nils hat jetzt hier den Ball und holt die Ecke raus. Es ist nicht alles immer super zum Torschuss gekommen, aber wir haben vorne Zeit von der Uhr genommen und ja, das war auf jeden Fall wichtig. 75. Minute, wieder so eine Aktion. Ich bekomme im Zentrum den Ball, drehe mich auf und werde einfach gefoult. Tut nicht weh, nimmt aber auch Zeit von der Uhr. Und ja, Wanne hat jetzt natürlich super viel Ball, das sieht man hier in der Timelapse. Wir haben es aber stark gemacht gegen den Ball. Wir haben gut verschoben, gut verteidigt und somit ist eigentlich nichts entstanden. 82. Minute, Wanne kommt übers Zentrum nach vorne. Cirillo arbeitet sehr gut nach hinten mit. Das ist aber, ja, der Schiedsrichter sagt, das ist ein Foul. Ich finde es 50-50, kann man auf jeden Fall pfeifen. Und es ist wieder ein Freischuss um den 16er rum. Und wieder wird es nicht wirklich gefährlich. Kommt zwar über die Mauer, aber auch deutlich übers Tor. 85. Minute, Wanne kommt über die rechte Seite, spielt den Ball jetzt ins Zentrum. Und wir arbeiten gut nach hinten, verschieben. Wanne dribbelt sich hier durch. Das ist kein Foul, finde ich, sieht der Schiedsrichter gut. Wanne bleibt aber in Ballbesitz über die rechte Seite. Der geht jetzt ins 1 gegen 1, zieht nach innen. Und auch das ist ein Abschluss, der nicht wirklich gefährlich ist. Also Wanne hat aus den Möglichkeiten vorne echt wenig gemacht und bringt jetzt hier den Ball nach vorne in die Mitte. Cerro kann das aber per Kopf klären. Und Schuh bringt jetzt hier den Ball nach vorne. Und ich mache jetzt hier den Ball fest und entscheide mich, anstatt auf Marco zurück zu Nils zu spielen. Der geht jetzt hier ins 1 gegen 1, verliert das Ganze. Das ist sehr ärgerlich. Schuh entscheidet sich jetzt hier das Foul zu ziehen. Das finde ich auch auf jeden Fall richtig. Wanne spielt den Freistoß schnell aus und ist jetzt über außen mit der Nummer 12. Der zieht jetzt ins Zentrum, kappt auch hier nochmal ab, das macht er stark. Und ja, jetzt möchte er hier gleich den Stürmer anspielen. Nils hat zwar den Ball, vertändelt ihn aber wieder. Und das ist für mich ein komplett sauberes Tackling. Aber der Schiedsrichter entscheidet jetzt hier auf Elfmeter. Wir gucken uns hier nochmal an. Also für mich spielt Schuh ganz klar den Ball. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr seht. Aber ja, Wanne jetzt hier in der 89. Minute mit der Chance. Und er verwandelt und verkürzt auf 1-2. Der Schiedsrichter hat 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ihr wusstet, was dann hier los war auf dem Platz. Wanne natürlich nochmal Hoffnung gehabt. Aber ich muss sagen, wir haben es dann echt gut gemacht. Tom steht jetzt hier richtig gut und holt hier den Einwurf raus. Das hat Sekunden von der Uhr genommen. Und auch hier erpressen wir jetzt hier den Ball. Ich arbeite mit nach hinten. Das ist ein schlechter Pass von Wanne. Marco macht es hier technisch richtig, richtig stark und setzt sich hier quasi
alleine gegen zwei durch und dribbelt von außen in die Mitte. Der Gegenspieler von Marco macht es jetzt auch nicht schlau. Und es gibt hier Freistoß. Ich war mir erst nicht sicher, was es war, aber wir sehen es gleich nochmal in der Zeitlupe. Er greift dem hier ins Gesicht. Das ist natürlich nicht schlau. Und der Schiedsrichter sieht das auch richtig gut. Aus dem Freistoß ist nichts passiert. Aber wir sind hier in der 94. Minute. Schuh stört jetzt hier gut, spielt auf Tom. Tom erkennt, dass Schuh wieder frei ist. Schuh spielt auf mich. Und ja, jetzt hier im 1 gegen 1 dran vorbei. Ich spiele jetzt hier auf Marco raus und der Ball ist jetzt gerade nicht zu sehen, kommt gleich aber wieder ins Spiel. Tom erkennt jetzt hier den Raum und startet da rein. Marco erkennt den Raum, startet da rein. Dann sind wir wieder durch und machen es richtig gut. Haben wieder einige Sekunden von der Uhr genommen. Marco zieht ins Zentrum, sieht, dass Mikey, der eingewechselt wurde, auf dem zweiten Pfosten frei ist. Und jetzt ist die Aktion hier leider vorbei. Aber auch das waren wichtige Sekunden, die wir von der Uhr genommen haben. Wanne möchte hier nochmal umschalten, aber wir unterbinden das Ganze mit einem Foul. Das war auch richtig schlau von uns. Und somit, ja, ist das Spiel durch. Wir gewinnen hier in Wanne 2:1. Ich finde unterm Strich irgendwo schon souverän, weil Wanne nicht wirklich drückend nach vorne war. Aber trotzdem ist es natürlich durch den Elfer zum Schluss dann nochmal spannend geworden. Und bis zur letzten Sekunde haben wir gehofft, halt weiterzukommen. Wir sind eine Runde weiter. Für uns wichtig, ein Erfolgserlebnis jetzt auch zu haben. Und ja, wir spielen am Sonntag gegen Erkenschwick. In der Liga natürlich gerade nochmal wichtiger. Aber jeder Sieg ist wichtig für uns, für den Kopf. Deswegen richtig gutes Gefühl. Somit sehen wir uns dann auch am Sonntag bzw. Montag zum Spiel gegen Erkenschwick. Wir spielen wieder zu Hause. Ich hoffe, dass uns dieser Sieg jetzt Aufwind gegeben hat und wir den ersten Sieg in der Liga am Sonntag einfahren. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall sportlich und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.